Guten Morgen miteinander. Ich habe wieder mal ein VW-Bus T4. Der Kühlschrank geht nicht. Und beim Kühlschrank ist so, ein Kühlschrank braucht ja drei Sachen. Das kommt im anderen Video. Das hier auch. Und das dritte ist die Spannung. Ein Kühlschrank braucht Strom. Und das zeige ich euch jetzt hier an diesem Kühlschrank. Wenn der Kühlschrank keine Spannung kriegt, dann läuft er nicht. Wir haben hier den Kühlschrank und da unten sitzt ein Ladegerät von Westfalia. Ich habe das schon mal ausgehängt. Das ist also, man sieht es jetzt schlecht, das ist von Westfalia, das Ladegerät, original von Philips, was wir da hier drüben sehen. Und das Teil funktioniert nicht. Ich war schon so frech und habe es hier aufgeschraubt, obwohl, wenn man das dann genau anschraubt, irgendwo steht, dass man das nicht aufschrauben darf, habe ich gelesen, aber das ist ja scheißegal. Das Teil, wenn man das hier anguckt, hier ist ein bisschen was durchgeschmort. Also Spannung rein, hinten nichts raus. Ja, tot. Wenn der Kühlschrank keine Spannung kriegt, dieser Kompressorkühlschrank hier, wenn er nicht seine von mir aus 12 Volt hat, dann kühlt er nicht. Gut, was haben wir gemacht? Das Netzgerät hier, mal geschaut, gibt's das? Man kann ja heute zu eBay, wo sieht man eBay, ja klar, müssen wir das irgendwo sehen. Wer das kennt, ein bisschen zu eBay surfen. Ja, hier eBay, ganz klar, da kommt noch ein bisschen Werbung. Hier ist dieses Netzgerät drin, general überholt, kostet 270 Euro. Das Ding ist nicht mehr verfügbar und denke ich sonst, das ist hier so eine Anzeige, das Teil zu bekommen ist eher schwierig. Wir haben jetzt hier ein 10 Ampere Ladegerät drin, hier auf der Seite befestigt, angeklebt, dass die Belüftung stimmt. Wir sehen auch hier, das Ding lädt mit 5,3 Ampere. Die Spannung von der Batterie sehe ich hier, die ist 12,9 Volt. Ich muss zwar angehen, das ist ein 10 Ampere Ladegerät, aber ich habe hier ein bisschen Innenbeleuchtung an. Aus diesem Grund geht natürlich nicht alles in, ja, der Kühlschrank läuft auch nicht in die Batterie. Spannung, das ist das defekte Ladegerät von Westfalia. 270 Euro general überholt. Ja. Das Teil zu überholen, machbar, nur, ich sag mal, bringt nicht sehr viel. Ich wünsche euch einen schönen Tag.